Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lotus Simulator hier auf ÖPNV Simulation. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, der Bio, und mit dabei natürlich dem Phasis im Gepäck. Hallo. Und selbstverständlich der Hobby ist da. Hallo. Und ja, wir hatten es ja in der letzten Folge schon gesagt gehabt, dass wir uns heute noch den anderen neuen Part hier anschauen wollen, weswegen wir jetzt auf einer Linie sind. Bleiben wir auf der 19 oder fahren wir eine andere? Ja, wir bleiben auf der 19, fahren jetzt bloß in die Gegenrichtung nach Grünwald. Gut, dann müssen wir das Ganze umschalten, nämlich in Richtung Grünwald. Also, wir bleiben weiterhin auf der 019. 019 01 wahrscheinlich, ne? Passt, sehr schön. Eins, ja. Bestätigen das Ganze. Und jetzt noch schildern, bitte. Das wäre großartig. Grünwald. So, wir können schon rumfahren. Die sind ja hier scheinbar alle außer Gefecht hier. Aber hier, guck mal, hier soll es auch schon wieder weitergehen. Geradeaus weiter. Also das muss eine Mega-Karte werden, wirklich. Bin mal gespannt, was die Performance denn macht. Von der Kartengröße. So, lass mal die Fahrgäste hier natürlich hier einsteigen. Hier noch einen Auffahrunfall heute haben. Oh, hat auch noch gepasst, wa? War es leider schon zu schnell weg, sonst hätte ich jetzt. Ja, habe ich da ganz schnell aus dem Stau gemacht, lieber. Und nein. So, Türen sind offen. Was hast du gemacht? Jetzt funktioniert die Weichenstellung? Hat die jetzt umgestellt? Ja, eben gerade. Danke. Oh, da freut mich doch nicht. Kann es sein, dass du mir die Weiche gestellt hast? Ich hab nichts gemacht. Achso, warte mal, hier war rechts gewesen eigentlich. Aber rechts wäre ja richtig gewesen jetzt in dem Falle. Ja, ich weiß nicht. Also, als ob die Weiche kurz bevor ich rübergefahren bin, sie nochmal gestellt hat. Also hier stand ein X gerade. Der Pfeil zeigt aber auch nach oben. Keine Ahnung. Also als ob irgendwie gefühlt fordert sich mein Wagen nicht an. Ja, jetzt ist richtig. Weil ich bin ja eben in der letzten Folge am Max-Weber-Platz bin ich ja auch schon falsch gefahren. Tja, ja. Ammerseestraße. Ammersee, ja. Ihr könnt auch gerne mal posten, reinschreiben, ob euch das gefällt, dass man jetzt hier, ja, Mitspieler hat oder ob es euch denn zu viel ist. Aber so hat man wenigstens ein bisschen Leben auf der Karte. Ja, ich finde den Gong auch lustig von der Ansage. Deswegen könnt ihr gerne mal reinschreiben. Willst du einen neuen Weltrekord im. Ist immer noch Platz? Da passt noch ein Mensch durch. Ja, vielleicht ein Miniaturmensch. Alle kriege ich da nicht rein. So eine Plastikfigur. So, dann Türen schließen. Manchmal tappe ich mich immer, da will ich die Leertaste drücken. Um sie.
Guck mal, jetzt wird er schon Feuer weg. Ich verdrück mich mal lieber hier. Man weiß ja nie, ne? Ja, jetzt haben wir eine schöne Karte. Gefällt mir. Ne, abdecke mehr bei der Endstation, kommt ein anderer Klingelton. Ja. Das ist dann so ein langer Gong. Hier sehen wir zum Beispiel, ja, ne? Linie 18, 19 und 20. Weiß gar nicht, ob hier noch Bus geplant ist. Aber bestimmt, gibt's hier bei der Straße. Das weiß ich nicht, leider nicht. Da kannst du bestimmt Bus fahren. Nicht. Achtung, vor der Haltestelle ist hier eine Anforderung, ne? Da, weil du überschwenkst. Okay. In den Straßenbereich. Hier langsamer fahren. Weil die Anforderung reagiert, nicht wenn du 60 auf oder das. Nicht? Dachte. Nee, tatsächlich nicht. Ich hab's gerade ausprobiert. Aber ich fahr mal nach vorne durch, damit du auch reinpassen hält. Hier hat er jetzt gerade ein paar Performance-Probleme. Ja, hier muss man ganz schön viel nachladen. Und, Kreuzung. Nächste Kachel am Heidenauplatz ist auch ganz schön. Ja, hier hat er ein bisschen was zu laden. Aber hier sehen wir ja auch, ne? Also, Polygonfehler hier, sie sitzt echt bitter hier. An der Kreuzung. Nicht das sieht aus wie so ein Tannenbaum, wenn du von der Innenseite guckst. Das sieht aus, als ob hier noch ein Gleis rüberlappt. Deswegen wahrscheinlich. Siehst du das? Wenn du mal so rüber guckst? Ja. Irgendwas lappt hier so über die Schienen rüber. So ein Polygon oder irgendwie sowas? Irgendwie wahrscheinlich Prioritäten werden da. Wenn er sich irgendwie gegenseitig schneiden. Das habe ich leider auch bei meinem Kartenbauprojekt aktuell. Ja, aber irgendwas liegt halt über den Schienen. Und ich denke mal, das wird halt diese Probleme verursachen. So, weiter geht's. Oh, Alter, ernsthaft? Nicht geschafft? Mann. Nee, nicht geschafft. Hatte den Kinderwagenschalter hinten drin, der letzte Tür. Hm. Ah. Kann ich nochmal Türen aufmachen, beziehungsweise Freigabe reinhauen. Videomonitor, hell, dunkel, Video, DS. Ich glaube, das F-Signal sind hier auch nur 3 Sekunden gewesen. Also normal sind es ja so 5 Sekunden, damit du auch die Türen kannst, wenn sie alle offen sind. Das waren hier, glaube ich, keine 5 Sekunden gerade. Aber ich will mich jetzt nicht festhalten. Schluidum-dum. Ach, Bavaria Filmplatz, ja. So, ich mache jetzt sofort beim F zu. Ja, wobei, es sind 5 Sekunden. Jetzt, wie mal hier. Zeigt. Ja. Deshalb, ich habe ja eben auch schon gesagt, die Weichensignale funktionieren hier. Das ist aber optimal.
Dann wieder nach rechts. Du fährst hier auf dieser Karte sehr viel ums Eck, wie kann man sagen. Heidenauplatz wäre jetzt nächste Haltestelle. Ja, ich. Hält wohl normal die 19, aber aktuell ist sie durchgestrichen. Also müssen wir nicht halten. Hier brauchst du nicht blinken. Jetzt zu einer links blinken müssen, weil du ja halt auf diese gesperrte Spur fährst. Ja, jetzt wo du es sagst. Also ja. wenn überhaupt, wenn man hier blinken muss. Achso, das fand ich ziemlich geil. Who killed Bambi? Wer hat Bambi getötet? Interessant. Ja, also Grünball gibt's bei mir nicht in der Tat. Da aber, oder? Ich habe alles durchgesucht, alle Haltestellen, aber kein Grünball gefunden. Jetzt hast du gerade so einen fiesen Leck, ey. Also 19, Route 1. Habe ich doch gemacht, 19. Also 019, ja, 01. Also ich komme mit diesen Weichensignalen hier echt nicht klar. Das Weichensignal steht geradeaus und gesperrt, obwohl ich mir nach links angefordert habe. 01. Falsche Rote kommt dann. Ach, Hobby steht auch da. Ja, Hobby steht auf der anderen Seite. Er biegt eh gleich ab. Der Hobby. Ja, ich glaube, du kriegst aber vor uns Fahrt, weil. Wo ich kam, ich ist gerade wieder in F0-Stellung gesprungen. Ja, ich warte, bis ihr durchgefahren habt, weil ich unauffällig nenne. Du fahr doch einfach. Ich werde nach Grünwald gehen. Ja, aber ihr seht, es funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Namen ist es doch deutlich besser. Zerstört irgendwie nicht so die Illusion halt, ne? Hab ich gemacht, jetzt kommt bei denen, kommt jetzt. Fahrbar-Tarif für den Platz. Boah, ist echt nur für eine Ampel ausgelegt, die Ampel. Ja. Sehr schön. Bobby! Ja, ich warte, bis du vorbei fährst, logisch. Der Verstärker kommt. Oh, Hobby fährt natürlich voll rein, weißt du? Ja, ihr seid ich alle ganz schön. Also, wenn ich höre, dass bei dir schon die Schienenbremse angeht, dann frage ich mich. Ja, da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Also ich hab dich nur angekoppelt. Ah doch, hier steht Grünball, doch richtig. Oder mein Navi. So, passt, ne?
Warum ziehst du? Schritttempo. Oh. Ja, die ist auch wieder gesprungen. Das war aber jetzt eh das wahrscheinlich. Ja, Mensch, wir müssen auch mal die Ampel hier mitnehmen. Ja, Hobby, du musst rückwärts. Rückwärts? Hä? Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum... Ja, jetzt schaltet die Ampel in. Hobby, du musst immer noch rückwärts. Ja. Das war nicht der Sinn. Weil... Sinn? Weil du in Bio drin stehst. Ja, ich war da nicht drin. Das so. Passt. Oh, die Ampeln hier sind auch super. Das ist doch Beste. Beste. Okay. Ja, du kannst doch nicht mit 50 unter der Kreuzung fahren. Ja, schön. Meine auch nicht. Was? Meine auch nicht. Fahr mal mit 15. Ja, so 15 bis 20 ist in Ordnung. Okay. Bobby ist aber wirklich ein ganz schön aggressiver Fahrer. Ja. So fahren halt die Stuttgarter. Deswegen haben wir ihn noch nicht im Bilde. Oh. Ja, tatsächlich muss ich aber sagen, es läuft eigentlich recht gut hier, ne? Also mit 3 Personen. Ich denke mal, wenn da so ein 4., 5. noch dazu käme, wäre es wahrscheinlich immer noch ordentlich spielbar. Oh, hier hängt irgendwas in der Luft. Ich weiß nicht, ich glaube, hier sollte man irgendwie eine Ampel hin oder irgendwas. Hier hängt auf jeden Fall in der Luft. Über dem L. Ja, stimmt. Dort. Das sieht irgendwie so aus wie so ein Schild, ja. So ein Schild. Ja, das ist, sieht aus wie von bei einem Ampelmasten dieses Ding, was die Ampel trägt. Da von 40 eine 60 fahren. Ich glaube, ich muss gleich mal kurz ein bisschen länger halten, weil Lotus sagt bei mir jetzt echt, wenn du jetzt nicht stehen bleibst und mich nachladen lässt, dann kill ich dich. Wir stehen eh an der Haltestelle. An der Haltestelle sag ich schon an. Ampel. Ja, natürlich auch ein kleiner Widerspielwert hier auf der Karte ist natürlich, dass hier so leichte Easter Eggs versteckt sind, ne? Also, wenn ihr euch mal so ein bisschen auf die Suche machen wollt, gerade jetzt zu Ostern, natürlich absolut großartig, wenn ihr da was findet. Ich sehe nämlich gerade die ganze Innenraumbeleuchtung, die Instrumentenbeleuchtung und alles ist jetzt schwarz. Ah ja, schön. Also du bist gerade kurz vor dem großen Crash, ja? Ja. Aber hier muss er aber auch ganz schön laden jetzt wieder. Da gibt es auch sogar eine grüne Mauer über Mini, habe ich gesehen. Ah, ich mache mal Discord aus, vielleicht hilft das. Ja, das bringt Wunder. Discord aus. Jetzt habe ich schon mal ein Ibis wieder. Ist das nicht geil? Weil das am meisten Performance runterzieht. Discord? Ja. Extrem. Ja, ohne Witz. Dann hier hört. Doch. Ja. Wenn. Ja. Olli. Ich
fahre einfach mal weiter in der Hoffnung, dass ich auch weiterfahren kann. Jetzt natürlich nicht, wie schnell ich fahre. Also was jetzt gerade bei mir länger gedauert hat mit dem Laden, weil ich habe jetzt auch gerade hier so ein bisschen das AFR. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das Performance frisst. Naja, und was hast du für... Du hast ja auch die weißen, ne? Matrixen. Ja, ja. Naja, ich denke mal, die ziehen auch ganz schön. Ja, dafür habe ich die grüne genommen. Gut, aber ich sitze ja eigentlich innen drin, nicht von außen. Also sprich, Lotus müsste das jetzt in dem Fall ja nicht mitladen. Erst wenn ich in die Außenkamera schwenke. Also ich weiß nicht. ihr hört jetzt einen verzweifelten Phasis. Ich verzweifelt nicht, aber die Instrumentenbeleuchtung will ich mal nicht mehr nachladen. Gut, also so eine krasse Probleme. Also es läuft jetzt nicht flüssig gerade hier diese Ecke. Warum auch immer. Aber dass mir jetzt Sachen fehlen, also so weit ist es dann doch noch nicht. Warte mal, von wem ist denn der Zaun? Wisst ihr das? Ufa. Nee, der kann es aber nicht sein. Das ist bloß eine 2D-Textur. Keine Ahnung, was hier so die Performance sieht. Wahrscheinlich die ganzen Gleise hier. Ja, wer hat da die einen? So, der Verstellbar kommt. So, jetzt gleich an der Haltstellenansage Hanau, um es mal ein bisschen genauer hin. Ich habe es heute genutzt. Agnes Berlitz. Vergessen weiterzuschalten, ne? Ja, wir sind jetzt Hanauer nächste Haltestelle. Barbara Straße. Barbara Wassenkrall. Hanauer Straße. Sehr verehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dieses Fahrzeug fährt weiter. In Richtung Grünwald. Halt. Ah, oh, noch schnell rüber gemogelt. Geradeaus musst du dann weiter. Ich mach extra nochmal Anblinker an, damit du mich siehst. Einweisung wie beim Flughafen. Oh, Flugzeugflug kann ich immer wieder, wa? Schlage dich mehr explain. Ich freue mich ja schon auf den Microsoft Flight Simulator. Mhm. Aber ich glaube, ich brauche jetzt niemanden fragen, wer sich darüber nicht freut, ne? Wahrscheinlich, ja. Tut immer einen. Aber dabei. Stop ist St. Veitstraße. Naja, die Endschätzung wird lustig. Ja, das ist eine Dreieckswende, glaube ich. Ja, da muss keine Schleife, da musst du rangieren und zurück. Ah, schön. Ja, habe ich auch vorher machen müssen. Das ist doch eine tolle Sache. Wollte Anna. Ah, ich habe wieder ein Cockpit. Ja. Wow! Krass. Ist das nicht schön? Cool. Es hat sogar Texturen. Cool, wir passen zu zweit drauf. Ist nicht schön?
Toll, ja, du hast immer die Tür offen. Ja, Mensch. Hab ich doch. Ich bin mal mit Begeisterung fähig, oder? No. Doch auch von der Fischchen. Ja, hörst doch, wenn es dir zu gehen. Die nächste Haltestelle ist auch schon die Endhaltestelle. Da an der Baustelle ist das Easter Egg, was ich gefunden habe. Ah, okay. In einem roten Bauschuttcontainer drin. Ah, okay. Jetzt gleich mal gucken. Da wird Gas, Opa. Das hört mir. Was? Komm, gib Gas, Opa, hat Tobi gesagt. 50, hallo? Schneller darf ich nicht. Ihr dürft jetzt nicht. Ich war auch gerade 50. Ich brauche meinen Platz zum Rangieren. Ja? Ich war genau 50. Das ist ein Stumpfende hier. Ja, also hinter der Weiche stehen bleiben. Sonst kann ich nicht rangieren. Ja, da hat man an der Schleife gespart. Ja, also das ist wie gesagt das große Update jetzt hier in Victor Minga. Wie gesagt, schön natürlich, dass Multiplayer ist. Jetzt endlich mal eine schöne große Karte, Multiplayer-fähig. Da kann man jetzt bestimmt mal hier so diese ein oder anderen Fahrt mit Freunden natürlich hier absolvieren. Schön ausgestaltet. Klar, das Ganze ist noch nicht final, das ist noch nicht fertig. Das wird wahrscheinlich mit der Zeit immer mehr. Mittlerweile sitzen auch echt viele Leute dran, ne, an der Karte. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, jetzt 6 insgesamt oder sowas. Ja. Ja. Sogar also ein Schwabe ist mit dabei. Von daher, aber das, der Schwabe ist nicht Hobby. Nein, das ist ja nichts. Also von daher muss man halt wirklich sagen, ne, also großartige Arbeit, was die hier alle leisten. Und das Schöne ist, es ist alles komplett kostenlos. Ja? Also das könnt ihr, wie gesagt, sobald ihr den Lotus-Simulator habt, könnt ihr euch das runterladen und dann könnt ihr das natürlich selbst alles mal mit euren Freunden gemeinsam ja, mal ein paar Runden drehen. Eine S-Bahn, ah ja. Da kommt die S-Bahn rein, marschiert. Auch interessant, so eine Haltestelle, ne? Gibt's aber schon. Hatte ich schon mal gehabt. Es gab mal eine Karte, da war es auch so gewesen. Ja, in Halberstadt gibt's auch so eine Enthaltestelle. Halberstadt war das? Ich kenne die Enthaltestelle sogar aus der Realität. Ja, Karte wurde ja auch nie wieder geupdatet. So, wie war denn das hier mit dem Rückwärtssitzen? Mit Bild. Auf und runter. Also erstmal komplett in Nullstellung, Schlüssel abziehen und dann mit Bild drauf und runter müsstest du nach hinten kommen. Nee, komm ich nicht. Achso, nee, komm ich nicht. Soll aber eigentlich klappen. Also Bild hoch, Bild runter geht nicht, nee. Das ist komisch. Habe ich mir das umbelegt? Jetzt muss ich echt... Hab mir ein eigenes Tastensystem, muss ich dazu sagen. Also kann sein, dass ich mir das unbelegt habe. Bist du schon raus, ja, ne? War gerade raus. Hobby, warte. Ich warte da. Hallo Hobby. Hallo. Auch eine sehr, sehr seltene Position, mal das Ganze mal hier im Video festzuhalten. Ja. Da brauchen wir zwei Richtung Fahrzeuge. Da hätte man es nicht gebraucht. So, vorne wieder rein. Oh, warte mal. Klappt das? Ja, steht vor der Weiche, passt.
Tobi, Achtung, Videos noch im Ausfall. Ja, ich guck dass es noch zum Folgenende einen brutalen Auffahrunfall gibt. So Leute, habt ihr gesehen, tragische Fahrt haben auch abgeschlossen. Also, Fazit von Victor Minger bleibt weiterhin eine sehr, sehr schöne Karte. Hoffentlich arbeiten die Jungs weiter hart dran. Wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, wenn es da mal eigentlich eine richtig schöne Karte gibt, wo man denn halt auch mal so mit ja, Freunden hier rumcruisen kann. Und ja, falls euch hier irgendwas natürlich aufgefallen ist, könnt ihr das ganz gerne in die Kommentare posten, schreibt es unten rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, freuen wir uns sehr, sehr drüber. Und natürlich auch, schreibt doch mal rein, wollt ihr sowas jetzt zukünftig ein bisschen öfter sehen, dass wir jetzt hier, also wenn es natürlich die Karte lässt, ne, wenn es eine Multiplayer-Karte ist, dass wir hier das Ganze hier mit zusammenspielen, oder soll es dann weiterhin einfach dann wieder alleine sein? Wie gesagt, nutzt da einfach die Kommentarfunktion, tobt euch aus. Und ja, wir verabschieden uns natürlich ganz herzlich, bedanken uns, dass ihr dabei wart und hoffen natürlich, dass ihr zum nächsten Part wieder einschaltet. Bis dann, tschüss! Tschüss! Tschüss.